Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC-Check zu einem neuen Video. Heute widmen wir uns CSLcomputer.com und zwar mit dem PC CSL Sprint 5947 in Klammern Ryzen 7 für 2499 Euro. Ich würde darum gebeten, dass ich doch mal teurere PC-Systeme zeige, nicht immer nur diese 1400, 1600 Euro PC-Systeme, sondern auch mal teurere. Jetzt ist das Problem dabei, als ich das zusammengestellt habe, war der noch lieferbar, jetzt gerade wieder nicht, was an der Grafikkarte liegt. Man kann die Grafikkarte auch leider nicht wechseln bei diesem System. Deswegen, ich mache das Video jetzt trotzdem, wenn er wieder verfügbar ist, wisst ihr wenigstens, wo ihr dran seid. Wir starten in dem System, ist ein AMD Ryzen 7 5800X, 8x3800 MHz, also 16 Threads. Ihr hättet dann virtuelle 16 Kerne, habe ich auch, ich habe denselben Prozessor. Ist zum Zocken mehr als geeignet, also ihr könnt darüber auch rendern und so weiter, überhaupt kein Problem. Und der kostet bei Geizhals 389 Euro in der Tray-Variante. Wir nehmen die Tray-Variante, die ist dann ohne Lüfter, weil wir eine Wasserkühlung in diesem System haben und dementsprechend den Original-AMD-Lüfter nicht brauchen. Den packen wir so in den Warenkorb. Als Wasserkühlung haben wir eine Boostbox Liquid B240 Wasserkühlung. Ich habe gehört, die sollen nicht so pralle sein. Also die sollen wohl gerne auch mal auslaufen oder ähnliches, was jetzt für euer System nicht so schlimm ist, weil das Zeug, was da drin ist, ist nicht leitend, die Flüssigkeit. Aber ist natürlich nicht so geil, wenn die dann irgendwie nach einem Jahr abraucht und ihr euch was Neues holen müsst. Diese Wasserkühlung ist geeignet für Intel-Prozessoren bis maximal 165 Watt und AMD-Prozessoren bis maximal 250 Watt. Da verstehe ich nicht so ganz, wo der Unterschied herkommt. Wenn ich einen TDP-Wert habe, zum Beispiel den Ryzen 5800 mit einer TDP von, ich glaube, irgendwas zwischen 95 und 120 Watt hat der, da reicht die natürlich aus, aber warum da dieser Mega-Sprung ist? Wenn jetzt hier stehen würde 165 Watt und da vielleicht 180, dann würde ich es noch irgendwie aufgrund der Baumform verstehen. Das ist schon ein heftiger Sprung. Ist egal, die reicht dafür völlig aus, hat eine steuerbare RGB-Beleuchtung. Jetzt ist das Problem, die kriegt man so nicht bei Geizhals. Die kriegt man halt nur bei Boostbox bzw. CSL. CSL oder bzw. Boostbox gehört zu CSL. Deswegen wundert euch nicht, es gibt zwei verschiedene Webseiten, aber die Systeme sind relativ gleich. Wir haben das jetzt so gemacht, wir haben die Deepcool Castle 240 mal genommen und da ist ein Aufpreis von 54 Euro. Dann habe ich mir den Preis von der Deepcool Castle angeguckt. Der liegt bei 96 Euro. Wenn ihr diese 54 dann abzieht, dann landet ihr bei knapp über 40 Euro. Deswegen nehmen wir jetzt eine vergleichsweise ja, günstige Wasserkühlung, was auch keine 240er ist, sondern eine 120er, weil wir irgendwo auf diesen Preissegment von 40 bis 45 Euro kommen müssen. Und da habe ich die Cooler Master Liquid Light 120 genommen. Also, wie gesagt, ihr habt eine 240er, das heißt doppelt so lang. Ja, zwei Lüfter, der Radiator ist auch doppelt so lang dann. Aber wir müssen mit diesem Preis so ein bisschen klarkommen. 43,60 Euro packen wir so in den Warenkorb. Kommen wir zur Grafikkarte. Das ist in dem Fall eine besondere Grafikkarte. Das ist eine 6800 XT von Asus, die ROG, also Republic of Gamers Variante. Und zwar die LC. Ich schätze mal, dass LC steht für Liquid Cooling. Die hat nämlich einen eigenen Wasserkühler mit dabei, der sehr wahrscheinlich in der Front dann verbaut wird von dem PC oder oben. Also meistens ist es in der Front. Nach oben reichen die Schläuche wahrscheinlich gar nicht, wenn ihr das ins Case oben einbauen wollt. Da haben wir jetzt das Problem, dass die bei Geizhals im Moment nicht verfügbar ist. Deswegen ist das System wahrscheinlich auch nicht verfügbar. Ich habe aber den letzten Preis hier rausgesucht. Der liegt bei 1600 Euro. Das rechnen wir gleich einfach oben drauf und dann haben wir quasi den Preis vom System an sich. Ich packe die auch so in den Warenkorb, aber bringt uns halt nichts, weil wir dann im Endergebnis fehlen diese 1600 dann. Ist übrigens eine sehr gute Grafikkarte. Ich habe die 6700, die macht einen super Job. Die 6800 natürlich umso besser mit 16 GB Speicher vor allem. Das reicht dicke für alle Games aus. So schnell werdet ihr ja nicht hinkommen an diese 16 GB. Nur ich habe gehört, dass es aktuell wohl ein paar Treiberprobleme, was das angeht, gibt. Und die 6700 läuft ohne Probleme bei mir. 6800 weiß ich dann nicht, wie es da aussieht. Als Mainboard haben wir ein Asus ROG, also auch Republic of Gamers, Strix X570-F Gaming. Das ist schon ein sehr, sehr gutes Board. Wir haben hier im Haushalt das B550F Gaming. Das macht einen super Job. Hier ist es auch schon bei Geizhals 229 Euro über Amazon. Also das Board, das bietet so ziemlich alles, was ihr braucht. Hier oben sind die gekühlten Spannungswandler. Hier habt ihr vier RAM-Steckplätze. Also ihr könnt den Dual-Channel-RAM, der schon drin ist, noch erweitern mit zwei weiteren Riegeln. Natürlich solltet ihr darauf achten, dass es derselbe RAM ist, den ihr dann verbaut. Es geht auch mit anderen, nur das läuft dann nicht so optimal. Hier vorne habt ihr den Grafikkartenslot, hier ein PCI Express Port, hier nochmal PCI Express entlang. Man könnte theoretisch eine zweite Grafikkarte einbauen, macht aber keinen Sinn. Das machen diese ganzen Overclocker, Benchmark-Leute, die den höchsten Score in den Benchmarks erreichen wollen, die packen sich noch eine zweite Grafikkarte rein. Aber zum Zocken macht es überhaupt keinen Sinn. Preis-Leistung steht dazu keinem Verhältnis. Ihr habt da nochmal einen PCI Express Slot und hier unten nochmal einen großen langen. Da könnt ihr dann WLAN-Karten, USB-Karten, Capture-Karten und so weiter anschließen. Also ihr habt wirklich eine Menge Möglichkeiten.
Hier drunter wird ein Slot für eine M.2 SSD sein. Hier wird einen drunter sein. Ich habe mir jetzt die genauen technischen Daten nicht angeguckt. Das Board ist einfach klasse. Es kann auch sein, dass da noch irgendwo ein dritter Slot ist. Ich wüsste jetzt nicht wo, aber wahrscheinlich ist es so. Da habt ihr hier noch 4x USB 3.0, 3x USB 3.1, dann habt ihr USB-C. Also das Teil, das rockt richtig. Hier vorne den HDMI und den DisplayPort-Anschluss braucht ihr nicht, weil ihr keinen Prozessor habt mit einer integrierten Grafikeinheit. Ihr wisst ja bei AMD, wenn zum Beispiel AMD Ryzen 3200G da steht oder 3400G, dann wisst ihr, da ist eine integrierte Grafikeinheit. Da könntet ihr theoretisch ein Bild drüber ziehen, aber ihr habt ja die dicke Grafikkarte, von daher ist das egal. Ihr habt hier noch einen optischen Ausgang für Audio und hier natürlich noch Line-Out, Line-In, Mic-In, dann für 7.1-Systeme noch die Anschlüsse, Netzwerkanschluss. Das Board bietet so ziemlich alles. Packen wir für 229 Euro so in den Warenkorb. Als RAM haben wir 32 GB DDR4 RAM Dual-Channel, also 2x16. Ihr hättet dann noch zwei Slots auf dem Board frei. 3200 MHz, ja, ist angemessen für diesen Prozessor. Ihr könnt auch 3600er oder 4000er nehmen und macht aber keinen Sinn preis-leistungstechnisch. Der 4000er kostet fast doppelt so viel wie der 3200er und ihr merkt es beim Zocken eigentlich gar nicht. Der ist von G-Skill, die Trident Z RGB Series. Kann ich so unterschreiben, habe ich kein Problem mit. Ich sage ja immer bei Aegis, dass das der letzte Rotz ist. Die Ripjaws und die Trident Z, die sind ganz okay. Ich bin ja mehr so der Corsair-Typ, aber das ist meine persönliche Meinung. Ich verbaue meistens nur Corsair. Aber der ist völlig in Ordnung. Könnt ihr auch ansteuern, die Beleuchtung über das Board dann quasi. Kostet 268,50 Euro bei Mindfactory. Das ist schon krass teuer. Also ich weiß, ich habe es vor kurzem noch gekauft. Ich habe 3600 MHz RAM gekauft von Corsair. Auch die RGB-Variante. Der kostete nur 200. Das liegt natürlich dann auch an den Latenzen hier, aber ob man das jetzt großartig merkt. Klar, packen wir aber so in den Warenkorb. Dazu bekommen wir eine 1 TB M.2 PCI Express SSD Festplatte von Western Digital. Die Western Digital Blue SN550. Die kostet bei Mindfactory 95 Euro. Das ist wie die Crucial P1. Die ist noch einen Ticken schneller als die Crucial P1. Ist eine super Festplatte, kann man nichts mit falsch machen. Es geht natürlich noch schneller, aber das macht keinen Sinn, zumindest nicht beim Zocken. Wenn jetzt natürlich viele Daten hin und her schiebt, dann nimmt man schon eine Samsung Evo oder ähnliches. Aber die ist schon völlig okay. Und dazu bekommen wir dann noch 2 TB ja, HDD-Speicher. Welcher Hersteller steht da jetzt nicht? Hier steht nur Western Digital, Seagate oder Toshiba. Die kostet bei Geizhals 46,50 Euro, beziehungsweise bei Mindfactory. Ist jetzt eine von Seagate. Ihr könnt auch Western Digital nehmen und ähnliches. Die kosten alle dasselbe. Packen wir so in den Warenkorb. Ja, das Gehäuse gibt es jetzt leider gerade kein Bild von. Das ist das CSL Chronos Window. Wo wir gerade beim Thema sind, das Bild, es ist ein Beispielbild, aber es kommt nah dran. Also die Grafikkarte stimmt natürlich nicht. Hier steht GeForce RTX, da ist ja natürlich eine AMD drin. Einer aus der RX-Serie. Aber ansonsten kommt es ganz gut hin. Das Board sieht wirklich so aus. Die Wasserkühlung wird auch so aussehen. Der Lüfter, ja, das gehört wahrscheinlich dann zum Gehäuse. Das passt schon so. Es ist jetzt kein Fake in dem Sinne, dass man sagt, man knallt da leuchtende Sachen rein, die gar nicht da sind. Das passt schon. Das Gehäuse gibt es auch nur bei einem Anbieter, das ist hier bei Amazon für 109,90 Euro. Das ist schon happig, aber es scheint auch ein gescheites Gehäuse zu sein. Ich hatte es zu Hause noch nie irgendwie liegen, dass ich da mal drüber gucken konnte, auch wegen dem Kabelmanagement. Aber für das System passt das schon, da ist genug Platz drin, auch für die Wasserkühlung der Grafikkarte. Packen wir so in den Warenkorb. Netzteil, ja, das ist jetzt ein bisschen schwierig. Es ist ein 700 Watt Boostbox Power Boost. Das von der Menge her passt es, 700 Watt ist okay. Ich habe mal das System durch den BeQuiet Wattrechner durchgehauen und da landet ihr bei 615, was er maximal verbrauchen sollte, auch in der Last. Ich habe auch eine OC-Grafikkarte und so weiter da rein konfiguriert, das passt soweit. Ich vertraue den Dingern nicht ganz. Ich kann mir von der Qualität jetzt kein Bild machen. Wenn ihr jetzt zum Beispiel vergleicht, hier habt ihr 700 Watt Boostbox, das ist natürlich mit inbegriffen, ist natürlich auch eine Eigenmarke, da kriegen die das natürlich deutlich günstiger. Aber wenn ihr dann das 700 Watt von BeQuiet nimmt, was 54,90 Euro kostet und was so, glaube ich, um 70 Euro liegt. Das heißt, das Netzteil hat ungefähr einen Wert von 20 Euro für CSL oder Boostbox. Ich vertraue dem Ding nicht ganz. Ich würde schon noch den Fuffi drauflegen und eventuell noch das Pure Power 11 da reinpacken. Beim Netzteil sollte nicht gespart werden. Wenn das hops geht, habt ihr Pech und das reißt noch das Mainboard und alles andere mit in den Tod. Je nachdem, wie das gesichert ist. Egal, ich habe es hier natürlich gefunden, 54,99 Euro. Das ist natürlich von der Differenz, was ich eben berechnet habe, diese 20 Euro nicht realistisch. Ist okay, packen wir so in den Warenkorb. Ich verstehe nur nicht den Aufpreis, den sie dann für das BeQuiet haben wollen, aber gut. Dann bekommt ihr noch kostenlos Dirt 5, so ein Rallye-Spiel bekommt ihr mit dabei. Das habe ich natürlich auch ausgesucht. Für den PC für 36,06 Euro bei Amazon packen wir auch so in den Warenkorb. Windows ist nicht mit dabei, wie ihr seht bei diesem System. Auch kein WLAN oder ähnliches, das müsstet ihr euch danach konfigurieren, beziehungsweise ihr kauft euch einfach eine PCI Express-Karte für WLAN oder einen USB-Stick, da habt ihr WLAN und Bluetooth schon, ist überhaupt kein Problem. Und dann wären wir auch schon durch mit dem System. Hier haben wir die Festplatte, hier haben wir die M.2 SSD, hier haben wir den Ryzen, RAM, die Grafikkarte, die leider aktuell nicht verfügbar ist, das Asus ROG Strix Board,
die Wasserkühlung, die wir ja anstelle von reingenommen haben, die gibt es halt so nicht zu kaufen. Wir haben einfach die Preisdifferenz genommen. Hier haben wir das Netzteil, Dirt 5 und das Gehäuse. Und da kommen wir auf einen Gesamtpreis von 1272,55 € plus jetzt die Grafikkarte. Da landet ihr dann bei 2871,55 €. Das System soll kosten 2499. Das heißt, das System ist verhältnismäßig günstig. Jetzt müsst ihr natürlich sehen, die Grafikkarte kostet in der Founders Edition 650 €. Jetzt nehmen wir mal noch die Wasserkühlung dabei und das Strix-Ding und so weiter. Dann wärt ihr bei 1000 €, denke ich mal, oder 900. Aber ihr kriegt die Grafikkarten halt aktuell nicht. Ich sag's in jedem Video. Ich werde das jetzt auch nicht weiter ausführen. Ihr kennt das Thema. Auch alle anderen Hardware-YouTuber sagen ständig, die Grafikkarten sind halt nicht da. Wir hatten mal das Glück, wir haben zum Beispiel eine 3060 gerade beim Release für 600 € geschossen. Aber selbst dann ist das System noch einigermaßen in Ordnung. Ich meine, es wird zusammengebaut. Ihr habt zwar kein Windows dabei, das holt euch für einen Fünfer bei eBay, ist ja kein Problem. Aber an und für sich muss ich echt sagen, es ist gut konfiguriert. Ihr habt viel Arbeitsspeicher, ihr habt einen Prozessor, der mit der Grafikkarte super zusammenarbeitet. Es gibt ja dieses Smart Access Memory. Ich hoffe, die aktivieren das auch, sonst müsst ihr das selber machen im BIOS. Das Einzige, was ich noch ändern würde, wäre tatsächlich das Netzteil, aber sonst bin ich top zufrieden damit. Ich kann es jetzt natürlich nicht testen. Ich habe mir jetzt bei YouTube ein paar Videos angeguckt, was die FPS angeht. Ich habe jetzt nicht mal eben 2500 € liegen und selbst wenn ich es hätte, würde ich den aktuell leider nicht kriegen. Jetzt vor ein paar Tagen war er halt noch verfügbar, als ich das Video vorbereitet habe. Das tut mir jetzt auch echt leid. Wartet einfach, bis es wieder verfügbar ist. Aber bei YouTube, die FPS-Tests sagen in jedem Game, was ich mir angeguckt habe, mindestens 60 FPS. In den meisten, also jetzt bei WQHD. Wir reden nicht über Full HD und mittlere Einstellungen, sondern WQHD Ultra Settings. Seid ihr so bei 60, 70 FPS, in einigen Spielen noch über 100. Und wenn ihr nur Full HD spielt und zum Beispiel einen Monitor habt mit 144 Hertz, dass er diese 144 FPS auch erreicht, spielt er einfach auf Full HD und eben dann auf hohen Settings oder mittleren, wie auch immer. Also das Ding, das rennt wie Sau. Ich werde das Video jetzt nicht raussuchen. Vertraut mir da einfach mal. Ansonsten gebt bei YouTube mal 5800 und die 6800 XT ein und dann bekommt ihr auch schon die Ergebnisse. Das ist überhaupt kein Problem. Ja, also wie gesagt, klares Fazit. Dieses System ist super konfiguriert. Das hat auch jemand scheinbar gemacht, der Ahnung hat. Gut, die Wasserkühlung weiß ich nicht. Das müsste man über einen Langzeittest dann sehen. Ihr könnt die natürlich auch noch dann wechseln. Wir haben zum Beispiel auch eine Deepcool Gamax hier bei uns im Haushalt und wir haben eine von Enermax. Die Liquimax 3, diese hier jetzt leider nicht anbieten. Vielleicht solltet ihr das auch noch ändern und vielleicht eine von Deepcool nehmen. Die 360er, das ist sogar die lange. Die ist noch ein bisschen besser, weil die ist 240. Aber sonst top System. Kann ich nicht meckern. Echt. Eine Bewertung 5 Sterne, ja, wurde scheinbar auch nur einmal gekauft. Die Grafikkarte ist wirklich schlecht verfügbar. Es ist halt eine besondere Grafikkarte, weil die eine eigene Wasserkühlung hat. Ich träume da im Moment auch so ein bisschen von, aber dann hätte ich gerne die 6900 XT. Aber ist ja auch egal, das tut hier nichts zur Sache. Also klare Kaufempfehlung, wenn wieder verfügbar, zumindest zur jetzigen Zeit, wenn die Grafikkarten wieder billiger werden, nicht mehr so ganz, aber da könnt ihr eigentlich nichts falsch machen. Gut, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen, abonniert den Kanal, lasst einen Daumen nach oben da, aktiviert eventuell sogar die Glocke, das fände ich auch sehr schön, dann kriegt ihr immer eine aktuelle Benachrichtigung, wenn ein neues Video online geht. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen und ciao, ciao.